Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich versuch's mal wieder. Ich werde heute allerdings hinter dem Mikrofon sitzen bleiben, so wie ich's gewohnt bin. Dann wird's vielleicht auch weniger peinlich. Ich habe jetzt schon ein bisschen was von der zweiten Staffel gemacht und kann also jetzt den Aufwand der ganzen Sache ein bisschen besser abschätzen. Und möglicherweise war der Termin... Ich hoffe, dass es Ende Februar, spätestens Anfang März losgehen kann. Ein bisschen naiv. Ich denke, das werde ich nicht schaffen. Dann büßen Sie mit einem Monat Überstunden, Corals, nicht so eilig, Potter. Ja, sicher, Severus, das ist natürlich möglich, aber... Da du gerade sowieso nur rumhängst, hör gut zu. Die einzige Regel, die wirklich eine Rolle spielt, ist folgende. Was ein Mann kann und was ein Mann nicht kann. Zum Beispiel, du kannst dich damit abfinden, dass du die Staffel bis zum Ende des Monats nicht fertig kriegst, oder du kannst es nicht. Danke, Jack. Ich werde mich bemühen, mich damit abzufinden. Aber darum geht's jetzt eigentlich überhaupt nicht, denn ich wollte mich eigentlich in erster Linie mal bei euch bedanken für die vielen Kommentare des letzten Videos. Bleiber! Damit habe ich nämlich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Die Community, wenn man das denn so sagen kann, überhaupt schon, ist ja auf diesem Kanal noch echt klein. Dafür sind es aber verhältnismäßig richtig viele Kommentare gewesen unter dem letzten Video. Und ich habe wirklich das Gefühl, irgendwie, ihr habt da wirklich Bock drauf. Deswegen ich das Video jetzt mache, ich finde es so ein bisschen schade, wenn die ganze Sache hier auf dem Kurax-Kanal so ein bisschen einschläft zwischen den Laterra-Staffeln, weil ich halt einfach viel Zeit dafür brauche. Vielleicht können wir ja etwas finden, was etwas weniger aufwendig ist und dafür häufiger kommen kann. Ich meine, ich habe ja in den letzten Tagen jetzt ein bisschen Musik hochgeladen, aber ich sag mal, es ist halt Soundtrack und auf YouTube geht man jetzt nicht unbedingt, weil man Soundtrack hören will. Das hat sich auch bei den Abonnentenzahlen ein wenig widergespiegelt. Was? Schon wieder keine neue Hörbuchfolge? Deabonnieren! Ist es aber auch kein Problem, ich verstehe das schon. Ich habe auf Facebook schon mal gefragt, ob ihr vielleicht Ideen habt, da ist die Community noch viel, viel kleiner. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass überhaupt etwas kommt. Es haben aber wirklich Leute kommentiert, also vielen Dank dafür. Da der Fokus des Kanals, wie ich finde, eher auf deine Stimme ausgelegt ist, würde es mich freuen, dich auch als Geschichtenvorleser von bekannten Büchern zu hören, sofern das rechtlich keine Schwierigkeiten gibt. Ja, dass der Fokus auf meiner Stimme liegt, das findest nicht nur du so. Hoffentlich. Das mit den bekannten Büchern vorlesen, habe ich mir auch schon mal überlegt. Allerdings könnte das rechtlich tatsächlich ein Problem sein. Ich weiß allerdings, dass es YouTuber gibt, die Bücher vorlesen und damit offenbar keine Schwierigkeiten haben. Ich werde einfach mal ein paar anschreiben und fragen, insofern die Nachrichten bei diesem grandiosen Nachrichtensystem auf YouTube durchkommt. Falls das ein allgemeiner Wunsch von euch wäre, welche Bücher würdet ihr denn gerne von mir vertont hören wollen? Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Also ich persönlich tendiere da eher zu Kurzgeschichten, weil das etwas ist, was man auch in absehbarer Zeit fertig bekommt. Außerdem könnte ich dann vielleicht noch mit anderen Sprechern zusammenarbeiten, sofern ich welche finde, die mitmachen würden. Da hätte ich nämlich auch ziemlich Lust drauf, muss ich sagen. Ich fände kurze Biografien zu den einzelnen Charakteren aus Laterra sehr interessant, auch wenn man schon in der Geschichte viel erfährt. Das ist auch eine sehr gute Idee. Witzigerweise habe ich damit schon mal angefangen, Hintergrundgeschichten zu einzelnen Figuren für mich selbst zu schreiben. Das wäre auf jeden Fall ausbaufähig. Da kommt es natürlich auch wieder drauf an, welche Figuren euch interessieren. Auch das gerne in die Kommentare. Was mir persönlich sehr gefallen würde, wenn wir vielleicht gemeinsam was machen könnten, also, oder wenn Geschichten einfach komplett von euch kommen. Oder wir vielleicht in einem Livestream Ideen sammeln, also das ist ja das Schöne, das ist ja mittlerweile alles möglich. Natürlich sollte die Community da vielleicht noch ein bisschen größer werden, aber es wird ja langsam. Außerdem hätte ich noch Lust, vielleicht ein bisschen andere Musik zu machen, also abgesehen vom Soundtrack. Das kommt sowieso immer nebenbei, also ich habe immer irgendwelche Ideen, dann fällt mir was ein, dann mache ich das halt zum Spaß und ja, dann weiß ich halt nicht, wohin damit. Ihr könnt natürlich auch im Übrigen sagen, wenn euch das nicht taugen würde. Also wenn ihr sagt, nein, also ich habe dich wegen Laterra und dem Hörbuch abonniert und wegen nichts anderem, das ist okay. Also für mich gut zu wissen dann. Das ist ja auch das Tolle, ihr könnt mich hier ja noch quasi richtig formen und gestalten, wie ihr wollt. Der Kanal ist ja noch recht jung, ich habe ja so richtig angefangen, erst so richtig vor 3 Monaten eigentlich aktiv zu werden. Gut, den Kanal gibt's schon ein bisschen länger, davor habe ich hauptsächlich so Soundtrack-Zeug hochgeladen. Also wie gesagt, ich find's schön, wenn wir hier gemeinsam was machen könnten. Ich
lese mir alle Kommentare durch und versuche auch auf jeden zu antworten. Und zumindest nach dem letzten Video habe ich da auf jeden Fall auch den Eindruck, dass ihr da nicht abgeneigt seid. Oh, jetzt habe ich mich wieder recht gut vor der Kamera gedrückt. Dann war es das auch schon. Katastrophe, wenn ich mir überlege, es werden wahrscheinlich sehr viele Schnitte werden. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Ansonsten gibt es jetzt hier noch ein bisschen was zum Schmunzeln, wie blöd sich der Kurax beim Aufnehmen anstellt. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Frisur sieht kacke aus wie immer, ist okay, nachdem ich mir das jetzt hier alles abgeschnitten habe. Ja, gut, was soll's. So. Hallo, heute... Nein. Mein Gott! Ich bewundere die Leute, die sich einfach echt immer so hinsetzen und das dann einfach so locker flockig machen. Hallo. Können wir das Licht bitte wieder ausmachen? Oh, jetzt wird's rot. Das Rot ist fast sehr gut. Jetzt wird mein Gesicht rot. Wieso wird's jetzt rot? Ey, Leute, ehrlich, ich werd noch wahnsinnig mit diesem Lichtzeugs hier. Wieso ist jetzt das Licht rot? Oder kommt mir das nur so vor? Weil ich da jetzt die ganze Zeit reinguck. Jetzt ist es rot! Warum ist es denn jetzt rot? Okay, bin ich... Ja, aber dann bin ich ja wieder komplett dunkel. Ja. Um was geht's? Überhaupt. Ich weiß es nicht. Jetzt wird's wieder weiß, das Licht. Weißt du, da will mich doch einer verarschen. Wie sieht's denn aus da unten? Was? Schon wieder keine neue Folge? Deabonnieren! Was? Deabonnieren! Ich find's wirklich schon viel besser. Sag mal, also Leute, ganz ehrlich, so geht's nicht.